So, hat sich hier irgendwas getan? Theoretischerweise müsste ja jetzt hier alles offen sein, oder? Schauen wir mal. Nein! Die Türen sind immer noch zu. Die wahrscheinlich auch, oder? Ja. Aber was jetzt offen sein könnte, blinkt hier eigentlich irgendwas? Nö. Okay, hätte sein können, dass hier noch was rumliegt, was wir brauchen. Was jetzt offen sein könnte, ist diese Tür. Denn ich glaube, wir sind gerade im zweiten Untergeschoss. Und Cell hört sich für mich sehr nach Zelle an. Und deswegen gehen wir mal hier rein. Okay, die Zelle ist eigentlich das andere, dachte ich, da drüben. Aber zumindest hat sich hier was geöffnet. Das heißt, es hat tatsächlich Wirkung gehabt, was wir hier gemacht haben. Ist da ein Vieh? Oh, hi! Ich wollte dich nicht stören, Kollege, ne? Also, wenn du weiter hier stehen willst... Oh, fuck! Alter! Ich lass dich doch schon in Ruhe, Mensch! Muss dich nicht in deiner Ruhe gestört fühlen hier. So, gehen wir erstmal ein Stück. So, war's das für dich? Ich hoffe doch. Ja. Dankeschön. Okay, die Pistolenmuni, die geht langsam zur Neige, erstaunlicherweise. Was haben wir denn hier Lustiges? Dia-Filter. Mitnehmen erstmal nicht. Wir haben auch hier Muni liegen, okay. Was haben wir denn hier alles Lustiges? Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modiskette könnten Sie den Passcode an das System übertragen, natürlich. Ein Haufen dreieckiger Gefäße. Wie wär's denn mit dem, was blinkt dort? Ein Fax. An Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager Säuberung. Von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Ich glaube, das hat jemand versäumt. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, ist die Stars-Truppe wirklich nur zur Erprobung des Kampfpotenzials da gewesen? Dieser Zombies und dieser bioorganischen Waffen? Oder ist Stars vielleicht auch dazu da, um in einem eventuellen Erfolgsfall doch hier die Zerstörung einleiten zu können? Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen? Na klar. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. What? Was habe ich da gefunden? Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Okay. Momentan wissen wir noch nicht, was wir nachtanken sollen, aber es ist schon mal gut zu wissen. Wo kommt denn dieses Geräusch noch her? Ach, das sind die Viecher auf dem Boden. Okay. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir was zum Nachtanken hier haben, auch wenn wir noch nicht wissen, was wir eigentlich nachtanken sollen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie mache ich das denn jetzt? Den Revolver hätte ich doch vielleicht weglassen können, den Colt. Ah, ich weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht. Ich nehme mal... Komm, ich nehme mal hier mit. Das Farbband. Das ist natürlich gerade das Unnötigste von allem, ich weiß. Aber irgendwas von den dreien muss ich jetzt mitnehmen. Und dann gehen wir erstmal zurück. Ich glaube, hier hat sich jetzt nichts getan, ne? Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Ja, das ist immer noch wie vorher. Okay, das wird also unser Hauptaugenmerk hier haben, dieser Raum. Den müssen wir aufkriegen. Aber das gelingt uns gerade noch nicht. Ach du Scheiße. Warte mal.
Pumpgun habe ich nicht mehr dabei. Stimmt. Wow. Oh, was? Komm schon. Alter, was? Ey, ich habe doch... Habe ich gerade durch den durchgeschossen? So, ich gehe mal einen Meter zurück. Und dann terminieren wir den mal. Aber ich glaube, für den hat sich sowieso schon erledigt. Ja. Die sind beide hinüber. Die haben sich verdammt schnell verwandelt, muss ich mal feststellen. Das ist ja Wahnsinn. Heieieiei. Aber wir sind noch im grünen Bereich, erstaunlicherweise. So, wieso der eine nicht blutet, ist mir aber auch ein Rätsel. Bei dem anderen ist das Blut jetzt auch weggegangen. Na gut, aber sie sind weg. Ich glaube, oben werden wir noch einem begegnen. Wenn wir die Treppen wieder hochgehen, da wird doch... Ja, ja, der ist auch schon verwandelt. Mensch, das geht aber verdammt fix bei denen hier. Aber gut, muss ja auch, weil wir nicht so lange wie im Spencer-Anwesen hier in dem Bereich sind. Komm, steh auf. Sei nicht faul. Der will nicht. Wir gehen halt drumrum, ist mir auch bewusst. Soll er halt liegen bleiben. Wenn er denkt, dass ihm das besser zu Gesichte steht. Okay. Dann werden wir erstmal ein bisschen was abschmeißen. Und vielleicht... Ach Mensch, ich weiß immer nicht mit der Pumpgun so richtig. Komm, ich nehme sie nochmal mit. Warum eigentlich nicht? Nein, die nicht. Die Muni kommt erstmal wieder hier rein. Das nicht. Ich will den Colt mir wirklich bis zum Ende aufheben, weil er halt eine verdammt effektive Waffe ist. Also ich glaube, das ist so ziemlich die beste Waffe im normalen freien Spiel, die man jetzt so erlangen kann. So, und ich glaube, ich speichere nochmal, oder? Ich nehme auch mal das andere grüne Kraut hier weg. Das schmeißen wir auch mal hier rein. So, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn wir haben draußen noch ziemlich viel rumliegen. So, wieder fröhliches Hin- und Hergeräume. Womit wir jetzt bei den leeren Flaschen unten angekommen wären. Die habe ich extra weit runtergestellt, aber sie sind schon wieder erreicht. Na gut, wo speichern wir? Hier speichern wir. Okay. Dann schmeißen wir die Farbbänder weg. Und nehmen die Modusketten mit. Stimmt, die hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Oder zumindest eine mit. Kampfgewehr ausgerüstet. Falls der Typ jetzt gleich doch der Meinung ist, aufstehen zu müssen. Und dann schauen wir mal. Okay. Kollege, liegst du noch? Bleibst du liegen? Ja, er bleibt liegen. Okay. Ist die Tür denn jetzt offen hier? Ja, tatsächlich, in der Tat. Dann gehen wir erstmal hier rein. Schauen wir uns ein bisschen um und der Raum scheint ruhig zu sein. Mal kurz schauen, es gibt auch keine Abzweigungen. Pumpgun Muni, na sowas. Ja damit. Schön, dass ich die gerade wieder mit eingesackt habe, die Pumpgun. Sicherheitsprotokolle, hab gar nicht gesehen, dass da was lag. Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Sympathisch. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss, Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arling. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross oder A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Albert Wesker ist ein Chefforscher sogar bei Umbrella. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitro-Verbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten.
Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant oder Tyrant nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. An anderer Stelle hieß er noch Tyrann. Das ist der Namensgeber für das Virus. Und wir können uns denken, das ist der Endgegner. Die audiovisuellen Materialien sind alle ordentlich aufgereiht. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Auf den Regalen stehen Videos. Dies sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Okay, was haben wir denn hier hinten in der Ecke? Können wir hier irgendwie... Ach nee, hier ist ja gar keine Tür. Ich dachte. Aber laut Karte ist doch hier eigentlich eine, oder? Bilde ich mir das ein? Müsste denn nicht laut Karte eine sein? Ein Durchgang irgendwie? Gut, vielleicht müssen wir den erst irgendwie öffnen. Wer weiß. Eine Leinwand für einen Filmprojektor. Können wir jetzt vielleicht das Video von Kenneth anschauen? Eingabegerät für den Passcode. Verwenden. Ich habe noch keinen Passcode. So, aber hier ist noch was. Noch eine Diskette. Wir lassen die erstmal liegen. Wir wissen, wo sie ist. Wir haben aber schon einige Disketten im Besitz, beziehungsweise zwei Disketten haben wir im Besitz. Ich lasse auch mal das Heilspray hier stehen. So, und dann gehen wir erstmal mit der Diskette, die wir haben, nach unten und ziehen da den Sicherheitspasscode drauf. Denn ich denke, das wird jetzt unser weiterer Weg sein gerade. Dieser Typ macht mir Sorgen dort, der kleine Crack-Zombie. Das gefällt mir eigentlich nicht so, dass der dort noch rumliegt. Okay. Sonst irgendwas eigentlich? Nee, nicht wirklich. Also wir haben eigentlich wirklich bloß diese eine Stelle, wo wir jetzt weitermachen können mit den Disketten. Dann machen wir das doch auch. Okay. Hier vorne durch. Mich freut das, dass das mit dem Passwort vorhin geklappt hat. Das war eigentlich ziemlich weit hergeholt, aber aus irgendeinem Grund war das der richtige Gedanke dann. Wahrscheinlich muss man so denken bei Resident Evil, ich weiß es nicht. So, hier haben wir auch noch das ganze Zeug. Ich denke mal, der Typ, der dort liegt, der wird auch noch wieder aufstehen. Okay. Das machen wir jetzt auch. Achso, ich musste wahrscheinlich die Mo-Diskette einfach richtig benutzen. Mo-Diskette, ich weiß gar nicht, was das heißen soll, das Mo. So, verwenden. Ah. Deshalb also drei Stück. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Gut, hat sich jetzt... Ach, die ist weg. Okay. Na, wenn das so ist, dann werde ich mal kurz hier den Diafilter mitnehmen. Das mitnehmen. Und dann nochmal nach oben gehen, um die zweite Disk zu holen. Und die dritte gleich noch mit bei der Gelegenheit. Und die Brandgranaten, die werde ich bei der Gelegenheit auch gleich mit wegschmeißen in die Kiste. Es ist gut, dass wir die haben, aber jetzt gerade brauchen wir die nicht unbedingt. So. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern uns jetzt noch großartig Zombies weiter begegnen. Ich meine, wir haben ja von der Pistole, von der Beretta schon einiges an Muni hier verbraucht, ne? Es ist ja nicht so, als ob die jetzt unnütz gewesen wäre. Im Gegensatz zu dem Typen da. Von daher würde ich die schon gern behalten im Inventar. Es ist halt wirklich so, in dem Spiel braucht man auch die kleinen Waffen zum späteren Zeitpunkt, weil man für die großen halt nicht genug Muni hat, um alles wegbrezeln zu können damit. So, ich könnte ihn natürlich auch anzünden draußen. Hehehe, nein, mache ich nicht. Scheiß jetzt auch auf Anzünden. Ich bin sowieso, muss ich sagen, während des ganzen Spiels über jetzt nicht so ein übelster Freund von Anzünden gewesen. Ich kann da eigentlich gut drauf verzichten, muss ich sagen. So. Machen wir das mal so. War ein bisschen kompliziert jetzt, ich weiß. Den Diafilter. Ich behalte den mal. So, ich packe mal die Gewehrmunition hier mit weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja, so ist okay. Und dann gehen wir erstmal unten schauen. Mal schauen, ob das jetzt so klappt, wie ich denke, dass wir wirklich die Discs dort einsetzen und dann die Zelle komplett aufkriegen. Das wäre cool. So, an dir können wir immer noch schön vorbeigehen. Ich gehe nochmal kurz hier vorbei. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch gleich den Dia-Filter mit einwerfen. Vielleicht können wir uns da jetzt was anschauen. Wer weiß. Wo steht denn? Ach, hier steht der Projektor. Der Film ist eingelegt. Ansehen? Oh ja, machen wir es einfach so. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation.
MA39 Cerberus, FI03 Neptune, MA121 der Hunter, T002 Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Ich frage mich, ob das irgendwelche Macher von Capcom waren. So, den Code, den schreibe ich mir mal auf. Ich weiß nicht, wofür wir den brauchen, aber wenn er mir schon so angezeigt wird, wird er wohl was bedeuten. So, eine Sekunde. Zettel und Stift. 8, 3, 4, 1, 7, 0. Was ist das für eine 6, 2, 3? Schlampig geschrieben. Okay. Alles klar, wir haben den Code. Kann ich den... Ich probiere mal kurz. Oh, ich kann es tatsächlich benutzen. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation, das kennen wir schon. Was bringt mir der Filter jetzt, ist die Frage. Ich vermute mal, ganz am Ende wird er mir was bringen. Zeigt er hier was an? Nee. Aha! 8462. Das sieht doch schon besser aus. 8462. Okay, dann brauchen wir nicht mal den ganzen, sondern wirklich bloß hier am Ende. So, ist das hier vielleicht der Code, den wir hier eingeben müssen? 8, 4, 6, nein! 6, 2. Ah, gut. Aha! So, die nehme ich schon mal mit, damit ich sie nicht vergesse. Es geht vorwärts, Freunde. Ein Laborschlüssel nehmen wir mit. Wir kriegen sowieso gleich wieder Platz. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Oh ja. Okay, das war jetzt Kenneths Tod. Aber warum haben wir den bisher jetzt mitgeschleppt, um den jetzt anzugucken hier? Weiß ich nicht so richtig. Wollen wir nochmal reinschauen? Da ist sonst auch nicht viel zu sehen, oder? Nee, ich dachte, dass wir da vielleicht jetzt irgendwie irgendwelche besonderen Informationen drin enthalten haben, aber nee. Gut, mehr gibt's ja auch nicht. Ja, war jetzt irgendwie unspektakulärer, als ich dachte, muss ich sagen. Gut, das Highspray lasse ich mal hier stehen. Oh, eine Karte vom Labor. Ja, bitte, dankeschön. So, Labor, erstes Untergeschoss. Wo bin ich denn? Ach, hier, zweites. Okay, was ist denn im ersten eigentlich? Ach, da war die geschlossene Tür, okay. Aha. Ach, da geht's bestimmt zum Heli-Landeplatz, nehme ich mal an. Gut, hier sind wir jetzt. Dann haben wir unten... Ach du Scheiße, das ist ja noch ein ganzes Stück länger. Und ich sehe schon ganz unten den Raum, vor dem ich ein bisschen Sorge habe. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu ergründen. Und... Ach komm, scheiß drauf, ich nehme es mit. Ja, wir haben eh gleich Platz. Wenn das so läuft, wie ich denke. Wir müssen ja unten die Disketten einsetzen. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren, dass sie dann auch weg sind. Er liegt noch, okay. Er darf auch liegen bleiben. Gut, und dann gehen wir mal kurz die Disketten hier unten reinschmeißen. So, das mache ich jetzt noch und danach werde ich, glaube ich, mal die Aufnahme beenden. Und den Rest tun wir uns dann in einer neuen Aufnahme an. Das wird dann wahrscheinlich das letzte Mal sein. Die letzte Aufnahme, bevor wir dann fertig sind. Aber erstmal schauen, ob unser Freund hier eigentlich sich wieder erheben möchte. Kann ja sein. Nö, der sieht noch ziemlich tot aus. Ah, denkste. So, jetzt sieht er ziemlich tot aus. Okay, zwei Schuss haben wir verbraten. Die kriegen wir wieder rein. Haben wir ja noch oben ein bisschen. Liegt hier noch was? Das Spülbecken ist voller leerer Kolben und Reagenzgläser. Nee, ist bloß eine Zahnpasta. Quatsch, eine Zahnpasta-Tube. Hier, ein Zahnbecher. Zahnputzbecher, so heißt es. Okay, damit wäre der schon mal weg. Das ist in Ordnung. Das brauche ich jetzt nicht. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ach, ich dachte, wir können jetzt die anderen hier auch benutzen. Das ist ja blöd. Ach Mensch. Das ist ja ärgerlich.
Okay, macht aber nichts. Wir müssen sowieso später noch hier rein. Das heißt, wir haben den jetzt völlig umsonst weggehauen jetzt. Ah, den Laborschlüssel. Ich werde mal kurz schauen. Hier wollte ich nicht hin. Nur mal kurz hier schauen. Okay, wir haben geradeaus noch eine Tür. Die habe ich noch gar nicht mitbekommen, oder? Ach doch, das ist ja... Ja, natürlich. Das ist ja die. Ich Horst. Manchmal bin ich ein ziemlicher Held. Aber ich will mal kurz schauen, ob die irgendwas dazu zu sagen hat hier. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Sieht brauchbar aus. Umlegen. Ja, mach mal. Okay, eins ist offen, aber die anderen zwei fehlen noch. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Ja, das kennen wir ja schon. Gut, okay, es hat sich also nicht wirklich was geändert. Außer, dass wir einen von den Hebeln mal umlegen konnten. Gut, ich will jetzt bloß mal kurz noch schauen, ob wir den Laborschlüssel vielleicht direkt verbrauchen können. Und dann werde ich mich wieder nach oben aufmachen. So, hier war die erste Tür. Sie haben den... Ja, sehr gut. Den haben wir verwendet. Hier haben wir den verwendet. Und damit brauchen wir den nicht mehr. Dankeschön. So habe ich mir das vorgestellt. Und damit gehe ich nach oben. Den Rest schaue ich mir dann wirklich beim nächsten Mal an. Gut. War doch eigentlich eine ziemlich fruchtbare Session jetzt, muss ich sagen. Haben wir doch einiges geschafft. Es geht wirklich aufs Ende zu. Wir merken schon, einerseits hat uns Barry verraten, wollte uns zum Sterben zurücklassen. Andererseits haben wir einen Hinweis darauf gefunden, dass Wesker ein Mitarbeiter von Umbrella ist. Und das heißt, wir haben zwei Verräter, wie es scheint. Jetzt kann ich auch mal dazu sagen, als Enrico Martini gestorben ist, der Typ, den wir unten in dem Kellerloch gefunden haben, der erschossen wurde, da haben wir gesehen, der Mörder von Enrico, der hat blaue Hosen gehabt. Oder hat eine blaue Hose gehabt. Und eine blaue Hose hat nicht Barry angehabt. So, das packe ich mal kurz noch hier mit hin. Wieder das alte Spiel. So, da werde ich mal kurz... Ja, was mache ich denn? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Nein, komm, jetzt. Ja, bitte nochmal. Ja, danke. So. Die Discs schmeiße ich erstmal wieder raus. Oh Gott, haben wir viel Zeug. Ist ja Wahnsinn. Die Farbbänder kommen wieder mit rein. Und dann werden wir mal kurz noch eine Speicherung vornehmen. Und wie gesagt, ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir den Rest hier noch ergründen und werden mal schauen, was wir hier noch Lustiges treiben können. Bis dahin also, wir sehen uns... Oh Quatsch, was mache ich denn? So, bis dahin, wir sehen uns, haut rein und bis zum nächsten Mal. Adieu!